gibt's ja nicht. Gerade habe ich an dich gedacht, ich höre mir gerade Aufnahmen von Papa. Heute ist das Glück gekommen. Du hast die Biografie bekommen? Schön. Mein Gott, 52 Jahre habe ich werden müssen bis zu unserem ersten Telefonat. Ich kann es noch gar nicht glauben, liebe Schwester. Ja, wir müssen uns unbedingt bald sehen. Bin ja so gespannt, wie du den Papa erlebt hast, und komm gern nach Bologna. Bis jetzt weiß ich ja fast alles nur von unseren Cousinen Henny und Rita. Und jetzt kann ich ihn dann durch deine Erzählungen noch viel besser erleben. Ja, wir telefonieren ganz bald wieder. Lass uns die Familie begrüßen. Servus, Papa. Stadt sind gekommen, die Gedanken nie mehr wieder. Herr Papa, so hat es die Medi gerade gesagt am Telefon. So wie wir immer. Wie hätte denn eigentlich er sein Leben erzählt? Musik hat mir halt alles bedeutet. Für meinen Vater waren es nur Flausen. Obwohl, in unserer Familie wurde viel musiziert. Meine Mutter hat eine wunderschöne Stimme. Auch meine Schwester, Franzi. In der Sommerfrische, im Bad Ischl natürlich, wie sich das gehört hat in der guten alten Zeit, haben wir sogar von den Gästen gesungen. Übrigens, Bergsteigen war ich auch in Ischl nicht. Ich schaue mir den Berg lieber von unten an. Musiker als Beruf? In meiner Familie? Unmöglich. Aber genau das wollte ich. Komponieren, Musik machen. Aber Komponisten arbeiten meist am Klavier. Der Bub lernt Geige. Das ist Tradition. Aber Mama, ich möchte doch so gern Klavier lernen. Nix da. Entweder du lernst Geige oder gar nichts. Wieso denn Geige? Was für eine Tradition?
Eine Geige kann man überall hin mitnehmen. Sie sollte recht behalten. Ich habe mein Klavier nicht mitnehmen können auf die Reise. Jedenfalls das Klavierspielen habe ich mir dann selbst beigebracht, mühsam. Aber mein absolutes Gehör hat mir geholfen dabei. Ich habe die ganze Nacht gearbeitet.
das neueste Programm, an dem ich jetzt arbeite, bin schon ziemlich aufgeregt. Es wird nämlich in Radio Wien direkt übertragen. Ein Radio? Ja, da kann man schon nervös sein. Ist selbst mir manchmal passiert. Wann ist es denn soweit? Am Dreikönigstag. Es würde mich natürlich unendlich freuen, wenn Sie es sich anhören wollten. Sie wissen ja, Ihr Urteil bedeutet mir alles. Ja, sehr gern, aber wann am Dreikönigstag? Um 11 Uhr Vormittag. Ah, im Matinee. Naja, erinnern Sie mich halt noch einmal dran. Gern. Ich schreibe Ihnen ein Telegramm. Ja. Würde mich unendlich freuen, wenn Sie es sich anhören wollen. Ja. Also dann, mein lieber Gerold, leben Sie wohl. Auf Wiedersehen, Meister. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Er wird sich's anhören. In meinen kühnsten Träumen hätte ich mir das nicht vorstellen können damals. Sieg bedeutet mir alles. Ja, das weiß ich schon.
Tanzen nicht. Das Tanzen, das bringe ich Ihnen schon noch bei. Doch die Welt, wenn man verliebt ist, wie hell strahlt doch die Sonne, wenn man liebt. Ein jedes Herz ist voller Sehnsucht nach der Liebe, weil es Leben doch nichts Schöneres gibt.
Er hat sie geheiratet, diese Lacroix. Im Stadttempel. Und wir waren nicht dabei. Hans hat genau gewusst, dass ich sie nicht akzeptiere. Aber sie ist für ihn konvertiert. Ach, konvertiert, konvertiert. Man wechselt doch nicht einfach so seinen Glauben, seine Konfession. Aber das zeigt doch nur, dass sie bereit ist, alles für ihn und für unsere Familie zu tun. Das interessiert mich nicht. Ich habe meine Zustimmung verweigert. Aber sie lieben sich doch. Ach, Liebe, Liebe. Die können doch gar nicht miteinander. Das wirst du schon sehen. Aber Moritz, lass mich in Ruhe. Nein, lass mich gehen. Du, ich sage dir eins. Moritz. Sie kommt aus verarmtem Adel, hat kein Geld, will sich bei uns ins gemachte Nest setzen. Aber sie steht doch auf eigenen Beinen. Ja. Sie ist eine sehr gute Sängerin. Sängerin, Künstlerin. Wie unser Hans, ein Abendschankeres im Kopf. Statt dass er sich ums Geschäft kümmert. Der Hans wird einmal ein sehr guter Geschäftsmann. Du wirst schon sehen. Ich werde ihn enterben. Aber Moritz! Ich enterbe ihn und dann ist Schluss dann die Pappe. Moritz! 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 Wer wird an deinem Grab das Kaddisch für mich sprechen? In dunkler Nacht steht ein Sergeant auf Posten in der Fremde. Er denkt nur an sein Heimatland, sein Sehnen nimmt keine Ende. Die Rührung übt, ermannte ihn, als er so denkt an sein.
danke. Haben die Herren sonst noch einen Wunsch? Nein, Karl. Wir sind versorgt. Gern geschehen. Ah, die Herzdame. Das habe ich mir eh gedacht. Der Goldberger hat immer eine Herzdame im Erbe. Gerold, wenn ich bitten darf. Ah, ein Künstlername? Nein, eine Namenserinnerung. Ah, so, was Sie glauben? Nur mit meinem Glauben hat das gar nichts zu tun. Na, was sagst du, Boroschitzki? Jetzt habe ich wegen dem Ausspiel von dem Gerold seine Herzdame verloren, wenn es schon richtig schwarz schaut. Ja, bisschen dickig, ja, na, wie so manche halt. Kakrasett, oder es gibt ein bisschen aus der Form. In Paris, da gibt es eine Frau, na, wie heißt denn die? Sag schnell. Chanel. Sind Sie für Mutter? Na bitte, für was soll sich ein polnischer Schneider sonst interessieren? Also diese Chanel, ja, verarbeitet feinste Jersey-Stoffe, frisset und doch die Kur betont. Wunderbar! So was sollte man nach Italien exportieren. Ich habe da so meine Verbindungen. Ach, die kennen das nicht selbst. Ja schon, aber Wien ist ja noch immer die Metropole, auch in der Mode. Und was die Chanel schon kann, können wir schon lange. Verlassen Sie sich nur auf uns. Aber eben mit Wiener Scham. Ja, verlassen Sie sich auf uns. Wir treffen Ihnen eine wunderbare Bude. Ja? Wiener Modell! Nur noch zwei polnische Schneider mit Wiener Charme, ja? Und Jersey, ja? Hergestellt im Brie. Als Export für die Italiener. Ausgezeichnet, meine Herren. Das werden uns die Italiener aus der Hand reißen. Aber kann ich mit dir nicht mehr vorrechnen? Typisch junger Hund hat keine Geduld. Bursche! Bitte nun komm schon, schnell, schnell, mach mal, dann die erste Frage. Sie hören von uns und ich sehe hoffentlich von Ihnen. Ich meine, Ihre Entwürfe, meine Herren. Selbstverständlich, Herr Gerold. Habe die Ehre. Habe die Ehre. Cecavity. Wiener Modelle. Modelli Vienesi. Guten Abend, meine Damen, guten Abend, meine Herren. Buonasera, Signore e Signori. Willkommen, benvenuti zu unseren Wiener Modellen, Modelli Vienesi. Es erwarten Sie charmante Kreationen, Kreationen bellissime, vorgeführt von den charmantesten Damen, unterstützt von einem eleganten Herrn. Eccola, hier ist schon das erste Modell. Was trägt die junge Dame beim ersten Rendezvous? Was trägt sie, wenn sie noch nicht weiß und der Nachmittag nicht bis zum Abend dauern könnte? Ein kleines schwarzes aus Seiden-Jersey. Der kleine Schleier am Hut gibt ihr etwas Wunderbares. Ihre Wespentaille, Taglia di Vespa, verrät ein bisschen. Das kleine Dekolleté verspricht doch nicht zu viel. Die Kamelie deutet so manches an. La donna velata, come un disegno, una pittura, wie ein Gemälde. Zeit da, auf der Promenade mit einem Mantel aus schwarzem Seiden-Jersey. Dazu der extravagante Turban mit Federschmuck. Che Eleganza! Beim 5 Uhr Tee mit dem Lieblingsneffen des Ehegatten. Das hochgeschlossene, üppigste Duemezzi aus feinstem Wolljersey, modernen schwarz-weißen Streifen, das wird vielleicht zugeknöpft. Aber ihr offener Blick, che sguardo, che stile, che fascino, che grazia. La sportiva, die junge Frau der Moderne, der Zukunft, la donna del futuro, la indipendente, die Unabhängige, la donna d'affari, die Geschäftsfrau, stilvoll bis der moderne englische Jersey passt sich jeder Bewegung an. Perfekter Sitz, auch die Büste. Niente Ferruccio Busoni.
grande entrata, der große Auftritt meiner Sorgen, beim Abend in der Oper, beim Ball der Gesandtschaft, un vestito straordinario, die Robe aus feinstem, bestickten französischen Seidenjersey, die Boa Straußenfedern, so macht man die beste Figur, una figura perfetta, wenn man sie hat. Und zum grande Finale, ecco la sposa in bianco, der schönste Tag in ihrem Leben, il giorno più bello della sua vita. Bella donna, ich liebe dich. Bella donna, ich grüße dich. Bella donna. Thank you.
Persönlichkeiten. Die Musik hat uns verbunden, aber der Alltag, wir waren halt doch sehr verschieden. Und dann kam noch die Wirtschaftskrise. Anfangs konnte ich mich ja ganz gut über Wasser halten, aber irgendwann war auch ich zunehmend verzweifelt. Und dann bin ich verschwunden für fast ein halbes Jahr, um einen Ausweg zu finden. Vielleicht auch, um Abstand zu gewinnen. Reti hat sich allein mit den Kindern durchschlagen müssen. Wenn ich heute dran denke, wie konnte ich ihr das nur antun? Thank you.
Ja, an der Grenze von Gersdorf. Ja. Nein, nein, Hans. Doch lieber in Bergheim. Da waren wir doch immer so glücklich. Naja, du hast recht. Ein eigenes Heim. Eine Villa mit einer Wohnung für jeden. Aha! Eine Villa, Gerold. Ja. Yeah.
noch auf den Heldenplatz gegangen. Hast dir diesen Wahnsinn angeschaut? Schaut, dass ihr weiterkommt. Fahr sofort mit dem Fritz wieder zurück nach Italien. Bringt euch in Sicherheit. Rettet euer Leben. Mein Gott, bin ich froh, dass das dein Vater, mein Moritz, nicht mehr erleben muss. Die Helene, die Jenny und ich, unser Dreiweberhaus. Wir sind die Letzten hier in Wien. Die Letzten von der Familie. In den nächsten Tagen gedacht mir auf Transport. Die Seite ist ja niemand mehr da. Ja, woher gehen wir denn dann? Versuchen wir es mal beim Onkel Viktor. Der hat ja gute Verbindungen zum Regie. Ja, wenn du meinst, da ist es. Was macht sie hier noch? Schaut, dass Weiler kommt. Gleichzeitig. Genua, kriegswichtiger Haufen. Und dann hat man uns nach Wien geschickt.
Na, selbstverständlich. Heim ins Reich. Ihr seid zwei junge, gesunde Leute. Könnt ihr was arbeiten? Für Führer und Vaterland. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Zahntechniker. So, so. Zahntechniker. Na ja, die werden ja immer gebraucht. Und Sie? Was können Sie denn? Ich bin ganz geschickt. Ich könnte vielleicht am Empfang arbeiten. So, so. Am Empfang? Ja, wird sie sicher einen Dentist finden? Bittermann! Der Dentist Bittermann im zweiten Bezirk. Der wird noch jemanden suchen. So, so. Der Bittermann. Na ja, gehen Sie gleich hin. Ja, melden Sie sich bitte. So. Danke. Wiener, Wiener Knie, so wie er
Wir müssen zum Bahnhof. Thank you.
begeistert. Das können Sie alles morgen in Funk und Fern lesen. Amen.
Der Papa. So hat's die Medi gerade gesagt am Telefon. Und jetzt werde ich sie in Bologna endlich in die Arme schließen können. Wie lange das gedauert hat. Die Biografie von der Henny war die Brücke zu den Italienern. Wenn auch letztlich mit 15 Jahren Verspätung. Ja, die Henny war sie auch, die gleich nach dem Tod von Papa die Verbindung zu uns Wienern aufrechterhalten hat und auch die Ritter davon überzeugt hat. Ja, und sie war es auch, die uns jedes Jahr zu Weihnachten aus Israel eine große Kiste Krebs geschickt hat. Für uns Kinder damals eine Riesensensation.
Geschäfte. Danke der Nachfrage. Das Geschäft blüht und gedeiht. Wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt? 70. Ja, sowas. Ja, die Lederbranche floriert. Weißt du, das Neueste auf dem Markt sind so große Shopper, weißt du, für die Businessfrauen. Übrigens, kennst du die noch? Die habt ihr mir bei meinem ersten Besuch geschenkt. Ich nenne sie die Ricktasche. Dass du die noch hast? Na, wann warst du eigentlich das erste Mal bei uns? Wie alt warst du damals? Ja, 18. 1973. Mein Gott, so ein junges Bürscherl warst du damals. Du bist ja noch immer ein junges Bürscherl. Na, und wie geht's in Old Vienna? Wie geht's der Mama? Der geht's prächtig. Die träumt noch immer von ihrem ersten Bayreuth-Besuch. Das glaube ich, wo die Margot doch so ein Wagner-Fan ist. Ja, das war die Erfüllung eines langgehegten Traums. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich bin ja so glücklich, dass ich wieder bei dir sein kann und du mir die neuesten Fotos von der Familie zeigst aus Bologna. Ja, jetzt hat ja meine Schwester, die Medi, schon 2 Enkel. So schade, dass wir sie alle nicht erinnern dürfen. Du weißt doch, der Fritz will das nicht. Ja, ich respektiere es ja, aber traurig ist es trotzdem. Aber jetzt muss ich dann fahren. Weil mein Flieger geht jetzt. Ja, die Zeit ist so schnell vergangen. Wann kommst du denn wieder? Naja, gerne. Nächstes Neujahr, wenn es euch recht ist. Natürlich ist uns das recht. Same procedure as last year. Same procedure as every year. Wunderbar hat sie das geschrieben. Historisch so genau. Und
und gleichzeitig so liebevoll. Schnell? Ja, grüß dich, Henny. Da ist der Fritz. Ah, Fritz, grüß dich. Du, ich wollte mich bei dir bedanken. Ich habe deine Biografie bekommen. Also, das ist wirklich schön, wie du das geschrieben hast. Ja, es freut mich, dass es dir gefällt, Fritz. Weißt, es war mir eine Herzensangelegenheit. Für unsere Kinder. Ja, ja. Die Kinder. Aber sag mal, hast du das in Israel auf Deutsch drucken lassen? Aber nein, ich habe es auf Ibrit geschrieben. Und dann hat mich der Wolf überredet, dass ich es auch auf Deutsch übersetze. Und das habe ich gemacht und habe es in den Brief geschickt. Und dann hat er sich die Mühe gemacht, alles abzutippen und hat mir die gedruckte Biografie zum 70er geschenkt. Was, der Wolfgang? Ja. Der Wolfgang? Mein Gott. Der Wolfgang. Die Wiener Familie. Sie können ja nichts dafür. Aber meine Kinder, sie wissen von nichts. Ich kann ihnen das nicht sagen. Und ich kann sie auch das Buch nicht lesen lassen. Sei mir bitte nicht böse, Henny. Aber ich wollte sie doch beschützen. Meine Kinder wollte ich beschützen. Henny, wer kann denn wissen, ob dieser Wahnsinn nicht einmal wiederkommt? Frank,
die gelesen. Ja, das hat die Henny großartig gemacht, nicht? Na ja, und der Wolfi. Ah, du möchtest ihn anrufen, ja, da freut er sich bestimmt. Warte einen Moment. Du, Effi, gib mir die Nummer vom Wolfi. Ja, die Nummer vom Wolfi ist 00436643021. Die Nummer vom Wolfi ist 00436643021722. Ja, ja, hast du's? Ja, ja, wunderbar. Also grüß dich, Lady. Papa. Das war meine Schwester. Ich habe mit meiner Schwester telefoniert. Zum ersten Mal. Radio hat versagt. Gruß, Lehrer.